Kinder, Kinder, Kinder. Oh mein Gott. Wir alle waren selber mal Kinder, aber ich wette, keiner von uns war so schlimm wie die, die ich euch heute zeigen werde. Von Kindern, die absolut dumme Dinge tun, bis hin zu welchen, die mit 5 schon mehr Beleidigungen kennen als ich mit 20, ist alles dabei. Deswegen schnallt euch an, lehnt euch zurück und genießt. Fangen wir direkt mal an mit etwas, was mich so zum Ausrasten bringen würde, dass ich meinen kleinen Sohn danach erstmal für ein paar Tage ignoriere. Und zwar hat er endlich nach 50 Stunden sein Puzzle fertig bekommen. Die Mutter hatte bestimmt Anfälle dabei bekommen, als sie es ihm erklären musste, aber der Kleine immer wieder das falsche Teil an das falsche Teil stecken wollte. Yay! Jawohl, er hat es geschafft. Ihr könnt euch sicherlich denken, was jetzt passiert. Mach doch wenigstens alleine einen Abgang. Wieso musstest du das Puzzle mit dir in den Untergang reißen? Klasse, super. Und damit sind 50 Stunden voller Schweiß, Blut und Tränen einfach sinnlos weggeschmissen. Ich glaube, der Kleine hat danach einen Schrei rausgelassen, der dem von Godzilla ähnelt. Ich will nicht wissen, was danach für ein Chaos entstanden ist. Überall liegen Puzzleteile und dazu schreit noch ein Kind dir die Ohren raus. Ach ja, muss doch toll sein, Kinder zu haben. Genau das gleiche wird er sich hier gedacht haben. An einem schönen Sonntagnachmittag ist er draußen unterwegs mit seinem Roller. Und was soll da schon schiefgehen, fragt man sich. Ja, es muss nur ein Kind in der Nähe auftauchen und alles wird eskalieren. Ey, dein Ernst? Dein Ernst? Ich würde das Kind mal inspizieren, ob er da nicht gerade versucht hat, dich zu killen. Irgendwas muss mit dem nicht stimmen. Der hatte es abgesehen auf ihn hier, weil ansonsten kommt niemand drauf, einfach den Ständer wegzuziehen, während der am Flexen ist. Tja, das passiert halt mit euch Rollerfahrern, wenn ihr denkt, ihr seid cool. Oder vielleicht ist er auch ein junger Klimaaktivist und wollte, dass er aufhört, mit seinem Standgas die Umwelt zu verpesten. Ich denke, das war's. Das ergibt am meisten Sinn für mich. Danach kam der hier erstmal zum Einsatz. Also, dass so Kinder bis 10, 11, vielleicht 12 absolut ehrenlos sind, ist ja klar. Bei den meisten entwickelt sich ja zum Glück noch sowas wie Anstand und Intelligenz über die Jahre. Aber ich habe hier ein jugendliches Mädchen gefunden, die von allen guten Geistern verlassen ist. Und zwar spielt hier irgendein Straßenmusiker auf seinem Klavier und versucht sich damit über die Runden zu bringen. Und jetzt achtet mal auf dieses Mädchen hier hinten. Hä? Wieso hast du das getan? Bah, was bist du denn für eine ungezogene Göre? Ja, ich hab Göre gesagt. Also das ist schon ein sehr, sehr weirder Move, okay? Fühlst du dich jetzt cool dadurch? Naja, wie auch immer. Es wird noch schlimmer. Denn ungefähr 20 Minuten nachdem das passiert ist, kommt das gleiche Mädchen wieder vorbei und diesmal macht sie das. I'm so sorry. Okay, gut, du hast dich entschuldigt. Naja, dann passt das wieder. Ich vergehe jetzt auch einfach 20 Kriegsverbrechen und sag danach, I'm so sorry. Und dann ist ja alles wieder gut. Was sind das für ehrenlose Mädchen? Sogar ihre Freunde feiern das. Also wenn das jemand von meinen Homies machen würde, bei irgendeinem Straßenmusiker, ich würde ihn angucken und sagen, Bruder, bist du dumm oder so? Was bist du für ein Schatz? Dazu fehlen mir jetzt schon die Worte. Aber ihr glaubt nicht, was danach noch passiert. Nachdem sie erst seine Show zerstört hat, sein Klavier zerstört hat, macht sie das. Das ist wirklich unfassbar. Unsere Generation ist wirklich verloren. Sie klaut sogar noch sein Geld, was er sich hart verdient hat. Dazu fehlen mir echt gerade die Worte. Und ich hoffe einfach, dass ihr Vater irgendwie Carsten Stahl ist und er dieses Video am Ende sieht und seine Tochter mal bestraft dafür. Natürlich auf korrekte Art und Weise, okay? So wie es sich gehört. Ihr müsst euch mal vorstellen, was für ein trauriges Leben sie führt, dass sie solche Dinge tut. Einfach, sie klaut sein Geld. Sie ist wirklich die Definition eines Losers. Und wäre ich der Typ hier gewesen und sie hätte mir auch noch das Geld geklaut am Ende, ich hätte mein verdammtes Keyboard genommen und das als Baseballschläger benutzt, um Baseball zu spielen, ne? Natürlich für nichts anderes. Und wir machen direkt weiter mit unerzogenen Kindern. Wie hättet ihr damals reagiert, wenn euch eure Eltern eine Spielekonsole schenken? Also ich wäre damals ausgeflippt. Ich wäre komplett crazy gegangen. Ich wäre gar nicht mehr drauf klargekommen. Ja, und schauen wir mal, wie er es so findet. Wanted? Oh,
Lil Bro bekommt eine Xbox zu Weihnachten und findet das Scheiße. Also ich hab manchmal, als ich klein war, zu Weihnachten so paar Spielsachen bekommen und paar Klamotten. Er bekommt eine Xbox und findet es Scheiße? Der wollte bestimmt eine Playstation, seine Eltern haben es falsch verstanden. Aber das ist immer noch kein Grund, das so zu disrespekten. Das ist echt ein ekelhaftes Verhalten. Die anderen Familienmitglieder da hinten verstehen auch die Welt nicht mehr. Was ist gerade passiert? Kinder sind wirklich manchmal undankbar. Ich hab das Gefühl, manchen kannst du eine Villa schenken und wenn es nicht das ist, was sie sich gewünscht haben, finden sie die Villa Scheiße. Und wollen sie nicht. Gut, okay, dann nimm die Villa halt nicht. Gott. Oh, und hier hast du noch ein Lamborghini. Ach so, du wolltest kein Lamborghini, du wolltest nur das neue FIFA. Ja, sorry, mein Fehler. Ich hoffe, meine Kinder sind später dankbar, wenn ich ihnen zum 5. Mal nacheinander Socken zu Weihnachten schenke. Und Kinder sind natürlich nicht nur für ihre Undankbarkeit bekannt, sondern auch für ihre Tollpatschigkeit, weil sie einfach gar keine Ahnung von der Realität haben und wie viel wert etwas sein könnte. In einer Aufnahme von einer Überwachungskamera sehen wir dort hinten ein Kind und schaut mal ganz genau, was es macht. Sure. The child and his parents had been in a community center in Overland Park, Kansas. Da steht übrigens eine Skulptur, die 130.000 Dollar wert ist. Nur zu eurer Info. Parents had been in a community center in Overland Park, Kansas, when he went up to hug the sculpture. It eventually, you see that? It tips over. Yep, er hat die 130.000 Dollar teure Skulptur einfach umarmt. Oh Mann, ey, der arme Kleine wollte nur ein bisschen Liebe geben und dann das. Aber was haben sich auch die Eltern hierbei wieder gedacht? Wer lässt sein Kind einfach frei rumlaufen in einem Raum, wo solche teuren Skulpturen stehen? Und wieso steht überhaupt eine so teure Skulptur einfach so ohne Schutz im Raum? Wer auch immer diese Skulptur gemacht hat, selber schuld, Mann, wirklich, selber schuld. Damit muss man doch rechnen. Now the insurance company wants the family to be $132,000. They want that for negligence. Yep, ihr habt richtig gehört. Die Firma will wirklich von den Eltern jetzt 130.000 Dollar. Das ist crazy, Mann. Stell dir mal vor, du gehst mit deinem Kind irgendwo hin und dann hast du 130.000 Dollar Schulden, nur weil der kleine Schisser etwas umarmen wollte. Und man kann dann als Elternteil nicht mal böse sein, ne? Das ist das Schlimme. Würde mir das passieren als Vater, mein Leben würde ganz schnell an meinen Augen vorbeiziehen. Das war's mit mir. Und wo wir gerade so dabei sind, dass Kinder und Jugendliche teure Sachen kaputt machen, setzen wir direkt noch eine Stufe oben drauf. Hier fährt ein McLaren an einer Schule vorbei. Und irgendein Schüler ist davon abgefuckt und getriggert. Der kann es gar nicht verstehen, wie es sein kann, dass er noch lernen muss und dort schon jemand einen teuren McLaren fährt. Und natürlich muss er erstmal diese Wut an ihm herauslassen. Er kann es ja nicht für sich behalten. Oh, das sieht gar nicht gut aus. Es gab nur einen dicken, fetten Knall und die Windschutzscheibe ist im Arsch. Sorry, bud. Also was für ein unglücklicher Typ musst du sein, dass ein Auto dich so triggert, dass du es kaputt machst. Okay, cool, jetzt hast du es ihm ja richtig gezeigt. Wow, der Typ hier lässt einfach sein Auto reparieren und du musst dafür dann dick Strafe zahlen. Oder wahrscheinlich müssen deine Eltern auch noch dafür blechen. Würde mein Kind später sowas machen und ich würde dafür zahlen müssen, ich würde ihn anmelden bei den strengsten Eltern der Welt. Oder bei irgend so einem Camp in Südafrika, wo er 4 Monate ohne mich überleben soll. Damit er mal ein bisschen Vernunft bekommt. Also das ist wirklich gottlos, Mann. Wie dumm. Dumm muss man sein. Ich habe wirklich den letzten Funken Hoffnung in diese Generation verloren. Okay. Also ich habe ja heute schon oft gesagt, dass ich die Hoffnung in unserer Generation verloren habe, ne? Aber dieser Instagram-Stream hat mir nochmal deutlich gezeigt, in was für einer Lage wir uns aktuell befinden. Hier sind irgendwelche 2 Bubis, die, weiß ich nicht, wie alt sind, maximal 11, maximal 10, vielleicht sogar unter 2-stellig. Und die beefen sich einfach auf Instagram live. Ja, ihr habt richtig gehört. Die machen ein Instagram Livestream und streiten sich da. Hallo, hallo, hallo. Sind eure Eltern nicht zu Hause oder in einem anderen Raum oder wieso habt ihr gerade so große Fresse? Was sagen die da? Woher haben die überhaupt die Wörter gelernt? Yeah, you pussy ass, come on, fight me. Die wollen einfach kämpfen mit 9. Ich hatte damals mit meinen Jungs Clankrieg in Clash of Clans und die haben einfach Clankrieg mit 9 im echten Leben. Hä? Droppt er gerade wirklich die N-Bombe und ist weiß?
Ich kann das alles nicht mehr, ne? Meine letzten drei Gehirnzellen verabschieden sich gerade. Die gehen da gerade hinten durch die Tür. Yo, ciao, ciao. Also wenn ich mir gerade vorstelle, dass ich live bei diesem Livestream dabei wäre, das wäre das Entertainment des Jahres gewesen. Einfach irgendwelche Bubis am Internet beefen und beleidigen sich aufs Übelste. Ach du Scheiße. Aber ich sag euch ehrlich, diese Kinder gibt's nur in Amerika. In Deutschland sind schon ein paar Ja, aber noch nicht so. Da sind wir zum Glück noch so 1-2 Jahre entfernt, dann geht das hier auch los. Und falls es losgeht, ich bin der Erste, der darüber berichten wird. Deswegen folgt mir auf jeden Fall. Und mit dieser Message verabschiede ich mich. Lasst ein Like da, wir sehen uns morgen wieder. Peace!